Im heutigen Video haben wir eine extrem krasse Strandparty, die dann komplett eskalieren wird. Schaut euch das ganze Video heute unbedingt bis zum Ende an. Freunde, ein neuer Monatsangebot und zwar vor 14 Tagen. Falls ihr mich supporten möchtet, benutzt unbedingt meinen Creator-Code Orks im Item-Shop. Und falls auch ihr schon immer mal beim Fortnite-RP-Video von mir dabei sein wollt, dann lasst einfach jetzt ein Like da, abonniert diesen Kanal hier, aktiviert die Glocke und beantwortet unbedingt das folgende Quiz richtig. Welcher dieser Skins hier ist Medusa? Ist es Antwort A, das hier ist Medusa? Ist es Antwort B, das ist Medusa? Oder ist es Antwort C, das ist Medusa? Ist es A, B oder C? Falls ihr draußen nicht die Antwort wisst, schreibt mir in die Kommentare rein. Und jetzt schaut euch das ganze Video bis zum Ende an. Let's go. Brumm, brumm. Okay, na los, Freunde. Ich arbeite schon den ganzen Tag hier auf dem Feld. Oh Mann, ich habe echt keine Lust mehr. Mein Rücken tut schon weh. Naja, egal, Freunde. Die Arbeit muss gemacht werden. Warte mal. Freunde, da vorne ist mein bester Freund Kevin. Yo, yo, Kevin. Warte mal, Bro. Du kannst nicht einfach in den, in mein wunderschönes Feld reinfahren. Natürlich kann ich das. Wir machen heute Urlaub. Warte mal, Kevin. Einen Moment. Wir machen heute Urlaub. Dein Ernst, ey. Ich muss heute noch arbeiten. Das weißt du doch. Heute ist Schicht. Das ist ganz egal. Wir machen heute Urlaub. Die Arbeit ist komplett egal. Warte mal, die Arbeit ist egal, aber mein Arbeitgeber hat mir doch gar nicht freigegeben. Ich muss heute das ganze Feld fertig machen. Och man, Oxy, willst du wirklich arbeiten? Obwohl, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich da nicht so Lust drauf. Okay, ich bin dabei. Und wo machen wir bitte Urlaub? Wir machen bei einem Strandurlaub. Warte mal, bei einem Strand? Wow, Freunde, ihr wisst alle, was bei einem Strand ist. Da sind ganz, ganz viele Leute, unter anderem auch. Du weißt schon, was ich meine, oder nicht? Ja, ganz viele hübsche Mädels. Oh ja, Freunde, ganz viel Essen. Warte mal, was? Oh ja, das natürlich auch. Okay, Freunde, ich würde sagen, warte mal, Kevin, woher hast du bitte das Auto? Das habe ich mir gekauft. Gekauft? Wow, das sieht echt ziemlich cool aus. Na gut, ich steig direkt ein. Warte, ich steig hier ein. 1, 2, 3. Und, warte, komm die ran. Tür klemmt ein bisschen. Freunde, lasst alle jetzt ein Like und ein Abo da, damit ich direkt in Kevins Auto reinsteigen kann. Mach schneller. 1, 2, 3. Und zack, die Tür ist direkt offen. Vielen Dank, Freunde. Na gut, ich würde sagen, ab geht's in den Urlaub, Freunde. Ich bin sowas von gespannt, aber bitte nicht das Feld kaputt machen. Naja, egal, Freunde. Auf geht's. Let's go. Wir fahren in den Urlaub. Wir fahren in den Urlaub. Let's go, Freunde. Guck mal, jetzt sind auf wir schon. In den Urlaub. Und warte mal. Wow, hier vorne ist das schon. Die Fahrt war ziemlich lang. Wir sind jetzt, glaube ich, ganze 15 Minuten gefahren. Oh, wow. Warte mal. Ist hier echt unser Urlaub? Hier können wir also das ganze Wochenende zusammen verbringen, richtig? Ganz genau. Und das war irgendwie auch komplett kostenlos. Ich weiß nicht warum, aber guck dir das mal an, wie groß das ist. Oh, wow, Freunde. Schaut euch das einfach mal an. Wie wunderschön sieht das hier bitte aus? Oh, warte mal. Wer ist denn der Typ dort hinten? Guten Tag, die Herren. Willkommen im Valid Beach Resort. Einen Moment mal. Du bist der Rezeptionist. Oh, wow, Freunde, das ist einfach das Valid Beach Resort. Boah, das sieht echt mega, mega nice aus. Entschuldigen Sie, Mister, wie heißen Sie bitte? Können wir schon mal einchecken? Ich meine, die Sonne geht langsam unter. Natürlich, die Herren, gehen Sie einfach mal da lang. Oh, okay, vielen, vielen Dank. Kevin, komm schon mit. Boah, schau dir das mal an. Hier werden wir jetzt einfach Urlaub machen. Ein Moment, der hat uns gar nicht gezeigt, wo unsere Zimmer sind. Hey, Sie, Kollege Schnürschuh, genau. Wo sind bitte unsere Zimmer? Warte mal, Dankeschön, okay, komm schon mit, Kevin, die Sonne geht unter. Na los. Schönen Tag noch, tschüss. Wow, Freunde, das sieht ja echt wirklich richtig, richtig unglaublich aus. Und, warte mal, schau dir mal das Wasser hier an. Glaubst du, die haben ja auch einen Pool? Boah, ich hoffe, dass die einen Pool haben. Ich hoffe auch, dass die einen Pool haben. Naja, egal, lass uns direkt weitergehen. Einen Moment mal. Wow, das glaub ich jetzt nicht. Es wird langsam dunkel und schau dir einfach mal das alles an. Das sieht ja echt richtig, richtig fantastisch aus. Oh, siehst du diese Schiffe da hinten? Oh, ja, ich sehe die. Denkst du, wir können auch mit den Schiffen rumfahren? Ganz bestimmt. Ich meine, wir können ja alles machen, glaube ich. Wow, das ist echt mega, mega cool. Okay, ich würde sagen, lass uns aber als erstes in unser Zimmer gehen und uns ein bisschen ausruhen. Ich bin echt erschöpft von der ganzen Reise. Ey, warte mal. Ich glaube, hier ist unser Zimmer. Ich glaube, das war 201. Genau. Bap. Warte mal. Das soll unser Zimmer sein? Zimmer 201. Okay, einen Moment. Einmal bitte die Karte in den Schlitz reinlegen und zack. Mach schon schneller. Es hat funktioniert. Wow. Schau dir mal bitte unser Zimmer an. Oh, wow, das sieht echt mega, mega cool aus. Warte mal, haben wir auch eine Toilette? Und ja, haben wir sogar. Schau dir das mal an. Warte mal, was ist das denn für ein Klo? stimmt, wieso ist das Klo bitte so klein? Ach, egal. Naja, egal. Ich muss sagen, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen, ja? Ich auch. Ich bin jetzt echt erschöpft, ey. Oh, Mann, Freunde, na los. Gute Nacht, Kevin. Wir sehen uns dann morgen. Gute Nacht, Roxy. Noch Chips zwischen den Zähnen.
Freunde, ich glaube, es ist direkt Tag geworden. Ach, egal. Einfach ein bisschen weiter schlafen. Hilfe! Warte mal. Schnell aufstehen. Wartet mal, Freunde. Habt ihr es gehört? Kevin! Kevin! Oh nein, es ist Tag geworden. Was ist hier los? Erst auf Toilette. Los, los, los. Kevin, was machst du da bitte? Soll ich wieder am Kacken gehen? Warte mal, was? Oh Mann, Kevin, was ist nur los mit dir, Freunde? Alle so ein Hand-an-Kopf-Klatsch-Emoji in die Kommentare dafür. Ach ja, Freunde, was ein wunderschöner Tag. Schaut euch das mal an. Der Morgen ist einfach angebrochen und wir sind direkt im Beach Resort hier. Let's go, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen direkt eine Runde schwimmen. Kevin, bist du schon bereit? Hm? Ja, ich muss eben kurz meine Hände waschen. Okay, ich gehe schon mal raus. Wow, Freunde, das war echt eine richtig, richtig schöne Nacht. Ich habe das Gefühl, da waren irgendwelche Leute am Reden über irgendwas Böses mit einem Vampir. Aber egal, Freunde, ich würde sagen, ich gehe schon mal direkt runter. Wow, Freunde, schaut euch das einfach mal nur an. Das ist hier mega, mega cool. Und einen Moment, mein Freunde, wir können direkt in den Pool reinspringen. Kevin, da bist du ja. Hey, Oxy, wie siehst du, willst zum Pool? Oh ja, ganz genau. Schau dir nur diesen Pool an. Lass uns direkt reinspringen. Auf drei jetzt los. Eins, zwei und ich schub dich jetzt direkt rein. Okay, dann springst du einfach so rein. Na gut, Leute, ich komme direkt hinterher. Und boom, ey. Boah, das Wasser ist so schön warm, ey. Findest du echt, dass das kalt ist? Ja, deswegen, ich friere gleich schon. Oh Mann, Kevin, ich verstehe echt nicht, welcher Mensch zieht bitte im Sommer einen richtig dicken Weihnachtsstrickpulli an? Ich natürlich. Oh Mann, Kevin, du bist aber auch echt eine Sau, weißt du das? Na ja, egal, Freunde, wir schwimmen direkt rum. Let's go, Mann. Oh, warte mal, das ist so cool. Ja, was ist bitte los? Guck mal, siehst du die da vorne? Warte mal, Kevin, wir sind hier zum Urlaub machen und nicht um die Mädchen aufzureißen. Was ist denn los mit der? So leer aus. Ich habe keine Ahnung, ihre Augen leuchten irgendwie so komisch. Lass sie mal ansprechen. Okay, ist eine gute Idee. Komm. Entschuldigung? Hallo, entschuldigen Sie, wir sind hier neu im Beach Resort. Kennen Sie sich hier ein bisschen aus? Warte mal, warum redet die bitte so komisch? Keine Ahnung. Ist alles gut bei Ihnen? Genau, geht's Ihnen nicht gut? Haben Sie irgendwie Fieber oder so? Oh ja, mir geht's sehr gut. Habt ihr schon was gegessen? Bis jetzt habe ich noch nichts gegessen, aber wenn Sie wollen, kann ich Sie essen. Du bist ja ein ganz charmanter. Oh Mann, Kevin, ey. Naja, egal. Ich und der Kevin müssen dann auch erstmal weg. Ja, schönen Tag wünschen wir was? Ihnen. Oh Mann. Auf Wiedersehen. Na los, lass uns ein wenig an den Strand gehen. Ich meine, heute ist so ein schöner Tag. Na los, let's go. Ja, komm, let's go. Na los, lass uns eine Challenge machen, wer am weitesten springt. Na los, lass uns eine Challenge machen, wer am weitesten schwimmen kann. Oh nein, ich bin der Beste im Schwimmen. Na los, schau dir mal das an. Ich habe mein Seepferdchen schon so lange gemacht. Und let's go, Freunde. Let's go. Ich bin schneller als du. Schau mal, wie weit ich schon geschwommen bin. Haha. Warte mal. Ich bin Kevin. Schneller. Er zieht total durch. Okay, na los, Freunde. Ich muss unbedingt aufholen. Zack. Und zack, wow, schau dir das mal an. Let's go, Mann. Hey, wie bist du so schnell? Warte mal. Schau mal, hier sind ganz viele süße Fische. Oh, wow, schau mal, wie lustig die aussehen. Warte mal, hier sind Fische? Oh mein Gott, wie lustig die aussehen. Oh, du hast Mann, recht. Die sind echt total süß. Komm, lass uns einen angeln. Let's go. Okay, warte, wir wollten doch auch noch Boot fahren. Komm hier nach oben, lass uns hier ein bisschen Boot fahren. Let's go. Hier sind Angeln, guck mal hier. Oxy, hier sind Angeln. Und zack, wow, ich seh's. Okay, lass uns ein wenig angeln. Na los. Eins, zwei, drei und boom. Ich hab's direkt reingemacht. Vielleicht beißt ja einer der süßen Fische dort an. Na los. Und, komm schon. Oh Mann, es hat nicht funktioniert. Warte mal, lass mich mal. Okay, perfekt. Na los, probier das mal aus. Und eins, zwei, und drei. Na los, Kevin, du musst das unbedingt schaffen. Den ganz dicken am besten. Und es hat schon wieder nicht geklappt. Lass mich das mal machen. Und boom, ich werde das hinbekommen und... Wow, guck mal, ich hab einen Fisch. Oh, wow, wie cool ist das denn bitte? Aber vielleicht angle ich ja auch noch etwas. Warte mal, ich habe auch einen Fisch geangelt. Schau dir den mal an. Was ist das denn bitte für ein Fisch? Oh Mann, das ist einfach orange. Meiner ist so blau wie mein Pullover. Oh wow, der hat echt lecker geschmeckt. Wir haben nicht mehr gegrillt. Oh, stimmt. Leute, Strandparty. Ja, alle tanzen drauf. Oh, ich hab's gehört. Davon ist eine Strandparty. Na los, lass uns schnell wieder an Ufer schwimmen. Zack, zack, zack. Wow, lass uns jetzt auf jeden Fall mittanzen, oder was? Du willst schneller sein. Oh nein, ich werde schneller sein und... Oh Mann, was geht da vorne ab? Und ich muss schneller sein. Ach, na gut, du warst schneller.
Wow, schau dir das mal an. Die machen hier alle eine richtig coole Strandparty. Ich wäre dafür, dass wir einfach mitmachen, oder? Oh, ja, lass uns auf jeden Fall mitmachen. Oh, wow, schau dir mal den Tanz an. Okay, Freunde, ich zeig euch mal meinen Tanz. 1, 2, 3 und... Wow, Freunde, schaut euch mal das an. Na, wie findet ihr meinen Tanz, Leute? Oh Mann, Oxy, wie tanzen bitte? Tja, das ist halt der neueste Move. Let's go, Mann. Oh, warte mal, hier sind ja auch noch Snacks. Oh Mann, davon nehme ich mir auf jeden Fall eine. Oh Mann, das schmeckt voll gut, Mann. Jetzt esse ich doch meinen Fisch. Oh Mann, ich kann gar nicht mehr, ich bin so voll. Essen. Oh Mann, das schmeckt echt lecker. Fisch. Let's go, Leute, Fisch essen. Ich auch vielleicht ein paar Chips. Nein, das will ich mal. Hier, bitteschön. Schmecken echt gut, nicht wahr? Wow, let's Freunde, go, schaut Leute. Euch mal diese Tänze hier an. Let's go, Mann. Wuhu, es macht so Spaß. Oh Mann, ja. Ich sag euch ganz ehrlich, das macht echt mega viel Spaß. Okay, Leute, schaut euch jetzt das an. Ich werde von hier oben einfach runterspringen auf euch. 1, 2, 3 oh, Mann, und packt mich auf. Ah, okay, let's go, Mann. Ey, Ox, ich habe richtig Durst bekommen. Kannst du vielleicht etwas zu trinken holen? Oh Mann, ich soll dir was zu trinken holen. Okay, mache ich gerne. Kevin, warte einfach hier. Ja, ich komme sofort wieder. Oh Mann, Freunde, ich werde am besten eine Cola. Während ich auf dem Weg war, Wasser zu holen für die ganzen Leute, eskalierte es bei meinem Freund Kevin komplett. Schaut euch das ganze Video jetzt unbedingt bis zum Ende an. Und, oh Mann. Kevin, was hast du gemacht? Tut mir leid, Mann. Ich wusste nicht, dass der so weit wegfliegt, der Ball. Ja, und wer geht den jetzt holen? Ich gehe ihn nicht holen. Ich darf das nicht. Ja, ich darf es auch nicht. Egal, du bist ein Jahr älter als ich. Du gehst dahin. Warum denn? Egal. Okay. Aber pass auf dich auf. Nicht, dass irgendwas dir passiert. Ey, du hast ihn noch weiter geschossen. Was machst du denn? Ja, ich gehe ihn doch holen. Warte. Kevin, Strömung. Kevin? Wie? Was ist das? Strömung. Zieht mich komm mit. Komm wieder zurück. Kevin, geht nicht! Kevin, die Strömung geht nicht mit! Nein, ey, ich bin Bademeister, hallo, Bademeisterin, hallo, ich brauche Hilfe, meine Schwester, die Strömung zieht sie mit. Ey, sie schläft einfach, Freunde, oh Mann, ich muss sie selber retten, was soll ich denn jetzt machen? Ruf die Polizei, ruf die Feuerwehr, Mann, wie soll ich sie retten? Schwester, wo bist du? Wo ist sie? Sie ist doch ganz hinten, warte mal, ist das ein Hai? Warte mal, wer ist das? Das ist niemand, das ist, glaube ich, irgendein Kind. Ist egal, ich kann weiter schwimmen. Hilfe, Kevin, Hilfe! Hi! Ich muss sie retten, Mann, ich muss sie retten! Und hin dort! Oh Mann, ich habe ganz vergessen, ich kann gar nicht surfen, Mann. Egal, ich muss dort hinschwimmen. Luisa, Kevin, komm her, Mann! Komm her, Mann! Ich rette dich! Hilfe! Kann mir bitte jemand helfen? Hilfe! Warte mal, wer ist das, Mann? Wer ist das? Oh Mann, Schwester, geht's dir gut? Ja, komm mit, die Strömung. Ich rette dich, Mann. Die Strömung zieht uns weg, aber wir schaffen das. Komm zurück. Okay. Warte mal, wer war das? Oh Mann, Schwester, komm hier raus, Mann. Ja, wir haben's geschafft. Oh. Ey, warte mal, was macht ihr denn hier? Wart ihr die Kinder dort? Ja, meine Schwester ist fast ertrunken, Luisa. Ja, wir haben uns Sorgen gemacht. Ertrunken, das ist doch nicht wahr. Mensch, wir haben solche Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, es wäre irgendein unwichtiges Kind da drüben. Papa, sag doch sowas nicht, Mann. Was ist mit dir? Ja, okay, ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Ich muss mich umziehen. Ich bin komplett nass, Mann. Komplett erschöpft. Oh, Mann. Ja, ich weiß selber nicht. Papa, dann bis später, okay? Ja, ciao, ciao. Ich gehe noch mit deiner Mutter ein bisschen feiern. Ja, genau. Oh, Mann, Freunde. Ich muss einfach meine Schwester retten. Was war das? Aber da war irgend so ein komischer Mann, der sie gerettet hat. Ach, keine Ahnung. Das Wichtige ist jetzt erstmal, dass ich jetzt ein bisschen runterkomme. Okay, Freunde, fertig umgezogen, Mann. Jetzt bin ich wieder trocken. Kevin, können wir kurz reden? Ja, was ist denn los? Okay, erstens bin ich mega sauer auf dich, weil du diesen Ball über diese Linie geworfen hast. Und zweitens, wer war dieser komische Typ da, der mich gerettet hat? Also dieser, der den Hai verjagt hat. So, weißt du, was ich meine? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mich eine Weile ins Bett legen, weil mir ist kalt und ich muss einfach runterkommen von dem, was gerade passiert ist. Ja, okay, dann entspann du dich, zieh dich um am besten und so, okay, in die Dusche. Ich schau mal, vielleicht kann ich irgendwie Spaß haben am Strand, weil ich sag dir ehrlich, Mann, wir sind doch hier hingekommen, um Spaß zu haben, aber du kommst gleich nach, oder? Ja, klar, ich zieh mich schnell um und dann komme ich. Okay, perfekt. Oh Mann, Freunde, Mann, zum Glück ist das alles nochmal gut gegangen. Und außerdem ist ja an der Cafeteria kostenloses Essen, warte mal. Bist du nicht dieser eine Typ, der sie gerettet hat? Ja, was geht? Ich bin Aquaman! Du bist doch dieser eine Typ von Marvel. Nein, Junge, ich bin von DC! Ach so, aber danke, dass du meine Schwester gerettet hast. Kein Problem, Bruder. Oh, okay, dann hau rein, okay? Oh Mann, Freunde, ich hab Hunger, Mann. Ich bestell mir was. Hallo?
Hallo, hallo. Kann ich einmal hier so einen Fisch bestellen? Einmal einen Fisch. Ja, genau. Nein, alles gut, ich setz mich schon mal hin, Mann. Okay, ich bin gleich fertig. Wie lange dauert das? 5 Minuten warten, Zeit dauert lange. 5 Minuten? Ja, okay. Warte mal, Freunde, was riecht da so gut? Wer ist das? Hallo? Oh, hallo? Warte mal. Oh, Mann, Freunde, wie hübsch sie einfach ist. Hi, ich bin Kevin. Was machst du hier? Hi, ich bin Destiny. Ich bin auf Ferien hier mit meiner Familie. Auf Ferien mit deiner Familie? In diesem Hotel? Ja. Oh, Mann, Freunde, schaut mal ihre Augen. Die sind so schön. Alles gut bei dir? Ja, genau, alles gut. Was hast du dir für Essen bestellt? Ein Cheeseburger. Und du? Ich habe einen Fisch bestellt. Komischen Geschmack hast du. Aber ich könnte mich doch zu dir setzen, oder nicht? Ja, klar. Setz dich ruhig zu mir. Okay, Mann. Wann ist mein Essen fertig? Hallo? Endlich fertig. Ich bin abholen. Ja, warte, ich komme gleich wieder. Oh, Mann, Freunde, sie riecht so gut und sie ist so schön. Ich habe noch nie so eine schöne Dame gesehen wie sie. Oh, danke für den Fisch, Mann. Okay, Freunde, ganz zurück, wieder zurück. Nichts auffallen lassen, dass ich in sie verliebt bin oder sowas. Mann, Freunde, das kann nicht sein. Ich kenne sie seit einer Minute und bin einfach in sie verliebt. Und wie geht's dir heute so? Schon zum dritten Mal gefragt. Was ist mit dir? Nix, alles gut. Ich esse mal meinen Fisch. Oh Mann, Freunde, ich muss irgendwie ein Kompliment bringen. Du bist so schön wie eine Sternstuppe. Oh mein Gott, danke. Du bist auch voll hübsch. Wie, meinst du das ernst? Ja, natürlich. Willst du vielleicht an den Strand gehen, nachdem wir fertig gegessen haben? Ja, klar, aber ich hätte noch eine Frage. In welches Zimmer gehst du eigentlich? Oder in welchem Zimmer wohnst du? Ich bin ganz oben, und du? Ich bin eins weiter unten, glaube ich. Ja, okay, sehr schön. Ja, dann lass fertig essen und an den Strand, oder? Ja, lass machen. Okay. Oh, Mann, Freunde, ich hab's geschafft, oder? Hab ich sie geklärt? Jetzt muss ich noch ein bisschen mit dir chillen und dann hab ich sie bestimmt geklärt, Mann. Ja, Mann! Und was willst du am Strand machen? Am Strand? Ja, ein bisschen chillen und so, weißt du? Ja, das finde ich schön. Komm. Ja, wie lange bleibst du hier auf dem Urlaub? Ich glaube noch eine Woche oder so. Eine Woche noch? Mann, Freunde, genug Zeit, um sie gut kennenzulernen. Perfekt. Was hast du gerade gesagt? Nix. Willst du vielleicht einen Hotdog kaufen? Komm mit. Einmal bitte 2 Hotdogs, für mich und die Schöne hier. Was hast du gesagt? Nix, alles gut. Mann, Freunde. Deine neue Freundin, oder wie? Wer ist denn das? Das ist meine Schwester. Oh, schön, dich kennenzulernen. Hey, wer bist du? Ich heiße Destiny, und du? Ich heiße Luisa, schön, dich kennenzulernen. Gut, ihr versteht euch also gut. Sehr schön. Kevin, hast du sie geklärt, oder wie? Hey, Mann, ich bin gerade dabei, Mann. Kevin, die Hotdogs sind fertig. Ja. Danke. Dann lasse ich euch mein Turteltäubchen mal alleine, ne? Ey, Mann, ich zeig's dir noch. Wenn du einen Freund hast, dann bring ich den um, Mann. Ja. Meine Schwester ist so eine komische, ne? Die nervt mich immer. Also ich bezahle das schon. Hier einmal das Geld. Komm mit. Wollen wir vielleicht auf dein Zimmer? Ja, klar. Okay, komm mit, Mann. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 14, und du? Ich bin 11. Oh, das passt doch. Ja, perfekt, okay. Dann komm, lass auf dein Zimmer gehen. Und was wollen wir dann auf deinem Zimmer machen? Keine Ahnung. Lass dann gucken, wenn wir oben sind. Oh, Mann, Freunde, ich hab sie geklärt, Mann. Ich bin so ein Playboy, Mann. Vertraut mir, Kevin ist der beste Playboy, den ihr je gesehen habt, Mann. Ich bin einfach der allerkrasseste. Warte mal, das ist dein Zimmer? Warum ist die Tür offen? Ja. Okay, cool. Ich muss dann kurz auch mal auf die Toilette, okay? Ja, alles gut. Oh Mann, ich muss mal in Hände. Wer sind Sie? Wer bist du? Freunde, warte mal, das ist doch dieser eine Nachbar, den wir genervt haben. Alles gut bei dir? Sofort raus hier. Wie sofort raus hier? Okay. Ich glaube, ich habe deinen Vater beim Kacken gestört. Alles gut. Ich habe vergessen, dass mein Vater auch noch... Nein, wirklich alles gut, aber Freunde, den kenne ich doch von der letzten Folge. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt sie unbedingt ab, oben in der Infobox. Weißt du was? Ich muss dann mal kurz weg, okay? Okay. Ja. Warte. Willst du vielleicht Nummer vorher austauschen? Nummer austauschen? Ja? Das können wir auch später machen, weil ich meine, wir sind hier, ich bin eins über dir, das passt schon, okay? Tschüss. Okay, tschüss. Oh Mann, Freunde, wenn er herausfindet, dass ich dieser eine Typ bin, den ich genervt habe, oh Mann, wenn er das herausfindet, dann wird er mich umbringen. Und ich will sie doch klären, das kann doch nicht sein. Ich muss mir was einfallen lassen, so lange warte ich noch zu Hause, Mann. Ich habe überhaupt keine Lust, mit ihm irgendwie Stress anzufangen. Diesen Typ kenne ich doch irgendwoher, oder? Woher sollst du ihn denn kennen? Keine Ahnung,
aber ich habe da irgend so ein schlechtes Gefühl. Aber du brauchst doch kein schlechtes Gefühl haben. Er ist voll korrekt und ein toller Mann. Ich mag ihn vielleicht. Okay, das freut mich, aber... Warte mal, hörst du das? Was ist das? Oh, doch, jetzt kann ich mich erinnern, wer das ist. Ich raste aus! Ah! Oh Mann! Digga, ich hasse dieses Game! Ich hasse es! Ich hasse es! Ey! Schwesterherz, beruhig dich, beruhig dich! Hau dir zu! Bist du verrückt, Mann? Bist du verrückt? Du weißt ganz genau, der Nachbar war doch eben bei uns. Ja, ich kann doch nichts dafür. Wenn ich sag dir, irgendwann mache ich deine PS4 kaputt. Nein, mach sie nicht kaputt. So, ganz ruhig, mach sie nicht. Okay, beruhig dich. Wenn jetzt dein Nachbar hochkommt, du weißt doch dieses eine Mädchen, oder? Ja, meinst du Destiny? Genau, ich wollte sie doch klären und ich glaube, ich habe es halt geschafft. Aber jetzt, wenn der Vater herausfindet, dass wir ihn eben provoziert haben, dann rastet er komplett aus und wird uns beide umbringen. Das ist ihr Vater? Ja, das ist ihr Vater. Das ist seine Tochter. Nein, du verarschst mich. Nein, ich verarsche dich nicht. Mann. Komm her, ich zeig's dir, Mann. Ich zeig's dir. Wie soll ich das denn jetzt erklären? Ihr seid das also. Was denn? Was für Rumschreien? Papa, beruhig dich. Beruhig dich, Papa. Ich hab gar nichts gemacht. Tür zu. Oh Mann, ich hab dir doch gesagt, du solltest das nicht machen. Ist rast der komplett aus und ich hab meine Frau verloren. Du willst mit diesem Mädchen zusammen sein, die einen Psychopath hat? Kevin, bist noch ganz dicht im Kopf, oder wie? Hör mal zu, sie kann doch nichts für ihren Vater. Hör doch zu. Nimm doch ein Mädchen aus seiner Schule oder so. Nicht so laut, Mann. Sie ist so hübsch, Mann. Sie ist einfach eine Traumfrau. Ja, die ist hübsch, ich geb's ja zu. Aber du weißt nicht mal, wo sie wohnt. Sie könnte am Arsch der Welt wohnen und dann willst du eine Fernbeziehung machen, oder wie? Nein, passt schon. Die hat irgendwie gesagt, dass sie aus meiner Stadt Pessenpark oder so kommt, Mann. Vertrau mir, die ist bestimmt in der Nähe. Okay, ich rede jetzt mit dir. Ganz ruhig, Mann. Ich wollte Ihnen sagen, ich mag Ihre Tochter. Kann ich mit dir ausgehen? Was? Aber das geht doch gar nicht. Ich stehe doch auf deine Schwester. Warte, was? Wie, Hier vorne ist die Küche. Ach, hier vorne liegt Cola. Perfekt. So, jetzt ganz vorsichtig die Treppe runter. Und yo, Leute, ich habe ein bisschen Cola dabei. Einen Moment mal. Leute, hä? Wo sind die denn alle hin? Die haben nur noch hier vorne getanzt, oder nicht? Kevin, dieses eine komische Mädchen und die anderen, dieser Typ, der Breakdance gemacht hat. Wo seid ihr bitte hin? Hä? Oh Mann, Leute, die Sonne geht unter und die sind einfach alle verschwunden. Wie kann das denn bitte möglich sein? Kevin, wo bist du denn bitte? Oh Mann, Leute, wo sind die bitte alle hin? Ich finde die überhaupt nicht mehr. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Warte mal, da liegt einfach sein Fisch. Er hat den nicht mitgenommen, obwohl er ihn geangelt hat. Oh nein, das kann nichts Gutes heißen, Freunde. Leute, wo seid ihr denn alle? Oh Mann, wo sind die bitte nur hin? Naja, egal, Freunde, es wird dunkel. Ich soll erstmal ins Hotelzimmer gehen. Vielleicht kommt ja Kevin gleich. Ab geht's wieder rein ins Zimmer, Freunde. Wartet mal. Die Tür ist offen. Wahrscheinlich ist Kevin hier schon drin. Kevin. Einen Moment mal. Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, wo mein Kollege Kevin ist? Du suchst deinen Kollege. Sie kennt dich doch. Sie sind doch dieses eine komische Mädchen. Oh Mann, wir waren doch von einer Strandparty. Wieso ist da bitte Blut auf dem Bett? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Dein warte Freund. Warte mal, was meinst du bitte? Ach, der ist schon wieder auf der Toilette, so wie ich Kevin kenne. Hier stinkt's drin, aber da ist er nicht. Warte mal, die Augen zu. Na gut. Oh Mann, Freunde, was hat die bitte vor? Warte mal. Hast du mich gerade probiert zu beißen? Was ist bitte los mit dir? Ich werde euch alle kriegen. Deine ganzen Freunde sind verschwunden. Warte mal, verschwunden? Was meinst du bitte? Was hat's damit auf sich? Komm her! Oh nein, Freunde, ganz schnell weg hier. Schnell die Tür zu machen. Oh nein, Freunde. Na los. Die ist doch völlig krank, oder nicht? Schnell hier rein. Die darf mich ja nicht finden. Oh Mann. Wo bist du? Oh Mann, Leute, ich muss hier ganz schnell weg. Ich weiß echt nicht, was hier abgeht. Aber ich muss jetzt riskieren. Bestimmt ist sie auch dafür verantwortlich, dass Kevin und die anderen verschwunden sind. Na los, Freunde, wo kann ich mich nur verstecken? Hier unten ist es, glaube ich, ein bisschen sicherer. Tap. Und boom, ey. Hier unten sollte ich erstmal ein bisschen sicher sein. Oh Mann, hast du ihn etwa nicht gefunden? Okay, du sagst jetzt so, nein, er ist mir entwischt. Los geht's. Nein, er ist mir entwischt. Oh Mann, Leute, worüber reden die? Naja, egal, ich muss mich hier erstmal verstecken. So, jetzt erstmal runtergehen. Oh Mann, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Das war doch dieser eine Rezeptionist. Na los, Freunde, ich laufe ihm einfach mal hinterher. Wo ist er bitte hingegangen? Das ist irgend so eine geheime Tür hier. Naja, ich gehe einfach mal rein und... einen Moment mal. Wow, Leute, was ist das hier bitte für ein Raum?
Oh Mann, hast du neue Informationen für mich? Warte mal, Leute, habt ihr es gerade gehört? Na los, erstmal runterschleichen. Wo bin ich hier bitte? Dab, 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 dab. Nein, wir haben den, der entwischt ist, noch nicht gefunden. Oh Mann, also, Leute, was machen die hier bitte? Worüber reden die? Seht ihr das? Von dem einen Typen leuchten einfach die Augen. Was hat's hier bitte auf sich? Oh Mann, das kann doch nicht sein. Du weißt, wir Vampire brauchen Menschenblut. Ja, ich werde ihn finden. Er kann nicht weit sein. Finde ihn oder ich fresse dich. Oh nein, Leute, ich muss ganz vorsichtig sein. Ich glaube, er läuft in meine Richtung. Okay, ganz vorsichtig zurück. Freunde, er darf mich ja nicht finden. Ich muss mich hier einfach hinter verstecken. Los, Freunde, lauf an mir vorbei. Sehr gut. Oh Mann, was hat's bitte hier mit Aufsicht? Und nun zu meinen anderen Leuten. Dieser eine Kevin soll total lecker schmecken. Na los, direkt runter. Oh, habt ihr es gehört, Freunde? Okay, na los, ich muss mich da einmal ganz schnell hinschleichen und... Nein, die sind da vorne eingesperrt, alle. Ich glaube, Kevin ist da auch irgendwo bestimmt drinne. Na, seid ihr schon bereit, gefressen zu werden? Ihr seht lecker aus. Nein, bitte, lass uns in Ruhe. Wir haben dir noch nichts getan, bitte. Oh Mann, Leute, ich muss unbedingt eingreifen. Ey, yo, du da, Mann, wer bist du bitte? Wo ist mein bester Freund Kevin hin? Und wieso hast du da die beiden Leute eingesperrt? Oh, warte mal, was bist du denn für ein nettes Bürschchen? Oh Mann, was redest du bitte? Lass die Leute da bitte in Ruhe. Wo hast du bitte Kevin hingebracht? Oh, Kevin, du meinst den. Den habe ich in Tresor gesperrt. Der soll am leckersten schmecken. Oh Mann, du bist doch krank. Zum Glück habe ich doch mein Hologramm dabei. Ich hole Hilfe. Na los, dann los. Irgendjemand muss doch rangehen. Oh nein, das werde ich nicht zulassen. Komm her. Warte mal, er will mich angreifen. Boah, irgendjemand springt. Ah, was ist bitte los mit dir? Du bist flink. Ich werde dich pressen. Oh Mann, was hast du bitte vor? Komm her, ich werde dich besiegen. Warte mal, was machst du? Wow, nein. Schnell ausgewichen. Oh Mann, du willst also echt streiten? Na dann. Ich muss schnell meine Proteine essen, Freunde. Na los, damit ich gut kämpfen kann. Na los, Oh, nom, nom, nom. Lecker, lecker, lecker. Ich mach dich fertig, Junge. Oh nein, er will mich wieder angreifen. Zack, direkt ausgewichen. Ach, da hast du mich leider nicht getroffen, nicht wahr? Oh Mann, aber ich hab noch eine andere Attacke. Komm her. Oh nein, er will mich angreifen. Und... Zack, wieder ausgewichen. Mit mir kannst du nichts anhaben. Na los, nimm das. Komm her, Kollege Schnürschuh. 1, 2, 3 und... Boom, ey. Mit diesem Kick habe ich ihn komplett besiegt. Freunde, falls das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo. Ich habe meine ganzen Freunde befreit. Hier rechts ins Video weiter. Extrem coole Freunde. Wie so, ja, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. Abonniert.